jetzt kommt ein Mann zu uns, der auf seinem YouTube-Kanal 1,2 Millionen Abonnenten hat. Er hat über 200 Millionen Videoaufrufe. Das ist fast so viel wie süße Katzen haben oder kleine süße Hunde. Und heute wird er uns einiges von sich zeigen. Bitte begrüßen Sie Fresh Torge. Fresh Torge, das ist dein Künstlername. Du heißt wahrscheinlich Torge. Ja, genau. Torge irgendwie. Torge, genau. Torge. Ich habe keinen Nachnamen. Also du hast keinen Nachnamen, nee, okay. Nee. Das erste Mal in einer Fernsehsendung oder warst du schon mal in einer... Nee, ich war beim NDR, habe ich schon mal ein bisschen was gemacht, aber sonst bin ich hauptsächlich eigentlich nur auf YouTube unterwegs, ja. Ja, das ist ja, vom Arbeitspensum ist es überschaubar, oder? Das ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag arbeiten muss, wenn man einen YouTube-Kanal hat, oder? Doch, tatsächlich. Doch? Also, ja, aber halt dich fest, du. Nee, ja. Also, So, jetzt kommt's. Ja. Ich bin ja, ich mache das ja nicht hauptberuflich. Ich bin ja. Du bist noch einer von den YouTubern und YouTubern, die einen Beruf haben. Ganz genau. Danke. Ja. Ja. Was machst du denn hauptberuflich? Ich bin Erzieher an der Grundschule noch. Ach, du bist Erzieher? Ja. Okay, verstehe. Das heißt, die Kids, die du erziehst an der Grundschule, die kennen deinen Stuff auch? Der manchmal ja. Ja, teilweise kennen die das schon, also so in der vierten Klasse, die wissen schon, was ich mache. Ja. Aber für die ist es gar nicht so interessant. Ich komme aus Westerbrunn, das ist so ein ganz kleines Dorf, in der Nähe von Pellworm übrigens. Ah, irre. Grüße. Der Spirit geht rüber. Ja. und von daher, das ist eigentlich, die kennen mich da schon ganz, ganz lange, von daher ist nicht so was Besonderes. Wir schauen uns vielleicht mal einen Clip von dir an, damit die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, mal einen Eindruck bekommen. Das ist ein Sketch zum Thema Schwiegermutter gesucht. Bitteschön. Ein kleiner Clip aus deinem Kanal, der heißt Frischhaltefolie. Frischhaltefolie. Ja, genau, Frischhaltefolie. Frischhaltefolie. Und du hast auch ein Buch geschrieben. Das ist, worum geht es in dem Buch? Ja, wenn man mal selber so wissen möchte, wie man so auf YouTube so ein paar Tipps haben kann oder mehr über meine Videos erfahren möchte, dann ist dieses Buch genau das Richtige. Okay. Ja. Ist das in der Zeit, ist es in der Zeit des Internets nicht ein völlig archaisches Kommunikationsmittel, so ein Buch? Das ist ja aus Papier, das ist ja geradezu haptisch, was Physisches. Und das riecht wie ein Buch. Kennt ihr die Leute, die sagen, ach, ich lese lieber ein Buch, das riecht so geil. Ja. Ja. Nee, das stimmt. Vor allem das Lustige ist, ich beantworte ja gerne mal Fragen, auch in den Videos. Ja. Und da einige Fragen, das wird nicht reichen, wenn die jetzt im Video antworten. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt ein Buch, da kann man da ein bisschen besser das erklären. Okay. Kennst du ungefähr das Profil deiner User? Ja, das ist sehr unterschiedlich eigentlich. Also mehr Männer, mehr Frauen, mehr jung, mehr alt, mehr Grundschule, mehr... Schon jünger und eigentlich gleicht sich das ganz gut aus, Mädels, Jungs, so. Aber meistens sind sie so 13 bis 22 so hoch, aber sehr unterschiedlich. Okay, wir schauen uns noch mal einen anderen Clip an. Da geht's, glaube ich, um eine Persiflage aus der... RTL-Serie Mitten im Leben. Ja, alles auf dem YouTube-Kanal Fresh-Haltefolie zu sehen. Aber zu dem Ganzen, bist du jetzt in Zukunft auch zuständig für den NDR, um den sozusagen den Eurovision Song Contest bis zum Finale zu begleiten. Was machst du da genau? Genau, also ich versuche nochmal auch der Aufruf bitte an, dass sie für das Clubkonzert die Leute sich bewerben. Wir brauchen noch Leute, ganz also wichtig. Also im Internet können sich potenzielle Teilnehmer, genau, die gerne zum Eurovision Song Contest fahren möchten, genau, müssen nicht unbedingt Profis sein, können sie im Internet mit ihren Clips auf YouTube bewerben für das Clubkonzert beim EST. Und der Sieger aus dem Clubkonzert bekommt dann sozusagen eine Wildcard für... Das für den Deutschen vorentscheiden. Richtig, ne? Genau. Und ich fahre selber auch mit hin nach Wien und drehe da auch für meinen Kanal und für den NDR ein bisschen was mit. Und das ist lustig, weil ich suche jetzt mal eine geschickte Überleitung dazu. Ich drehe nämlich auch noch einen Kinofilm, das wollte ich auch noch mal erzählen. Auch noch, mein Gott. Ja, auch noch, während ich erziehe. Hast du noch Zeit für die Kinder in der Schule? Oder müssen die sich, das ist alles nur Schein. Ja. Nee, wir machen das nächstes Jahr, also 2015, mit vielen YouTubern, die hier auch schon mal waren. Oder jetzt zum Beispiel mit Simon, der auch beim Turmspringen dabei war. Genau. Und spektakulär übrigens gesprochen. Ja, genau. Nee, also da passiert ganz, ganz viel, total spannend. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück mit allem. Fresh
Haltefolie, so heißt dein Kanal. Vielen Dank. Fresh Torge, meine Damen und Herren. Danke.